Sternstädtchen, willkommen zu Die Bewertung ist heiß. Mit dabei unsere freudigen Spieler in einer Produktplatzierung, die für den Google Play Store machen. Und dafür haben wir uns Folgendes ausgedacht. Wir kriegen gleich 11 Aufgaben, elf Fragen, ja, wo die Jungs hier bestimmen müssen, wie viele Bewertungen die App im Google Play Store bekommen hat. Und sind alle Spiele, oder? Alle Spiele. Ja. Und wer am nächsten dran ist, der hat halt Glück, ja, aber wer am wenigsten dran ist, das ist das Wichtigste, ja, der darf ein Sour Smogball essen. Sour Smogball. Die Betonung, die Zuschauer, liegt auf 3. Genau. Ganz am Ende, nach den 11. Die schmecken, und das sind die gleichen, die Sepp und ich damals in der Sour Challenge hatten. Da haben wir eingegessen und ausgespuckt, weil die schmecken echt zum Kotzen. Ich war einfach mit meiner persönlichen Lieblings-App dieses Jahr an. Ja, oh, von den Cats. Genau, Cats Crash Arena Turbo Stars. Ja, wie gesagt, kann ich nochmal Informationen geben. Die sind aber nicht mit irgendwie verdient oder so, nur Bescheid bist. Aber 10 Millionen Downloads, ne? Wow, oh, das ist aber wirklich relevant. So, die Tipps gebe ich. Und 4,6 Bewertungen. Und ich würde jetzt, also. Im Schnitt. Ja, also. Sterne. Genau. Okay, ich fange mal an. Ja. Dö. Ich habe 140.000 getippt. What? Das ist doch viel zu wenig. 100? What? Bei 10 Millionen? Oh. 10 Millionen Downloads? Ja, 10 Millionen Downloads. Ich habe. Ist richtig rum? Okay. Ja, 51.231. Ich möchte schon vorher aufgeben. Ja, 23.456. Okay, ich kann leider nicht mehr ändern. Ich würde auf 600 ändern, aber ich habe 800.000. What? Okay, das. Und die richtige Antwort ist 808.900. Ja, ich habe noch nie so eine Wertung geguckt. Gut. Ja, ich habe nicht auf die Zahl geachtet, immer auf die Sterne achtet. Ja, weil ich die Anzahl halt, ne? Da gehen wir weiter. Die App heißt Brain It On Physics Puzzles. Denn tatsächlich, ich versuche nur Apps zu nehmen, die ich selber spiele, also auch wirklich lange gespielt habe, damit ich es beurteilen kann. 10 Millionen Downloads auch. Oh Gott. Und eine Durchschnittsbewertung von 4,5. Oh, die ist schlechter. Alter, wir haben jetzt mehr Bewertungen. Ja, 0,1. Es gibt so Physikrätsel sind da drin, ja. Hast du so Plus, ich Minus. Ich hab schon wieder zu wenig Platz. Also, so, Plus, Minus, das ist aber Mathe. Also als Elektronen, und die sind so magnetisch, ne, da musst du damit dann so Sachen zwischen durch Level bewegen oder so. Das ist schon einfach interessant. Das ist ein cooles Spiel. 760. Ich hab 760 da. Also ich habe jetzt getippt, ähnlich viel, aber ein bisschen weniger war jetzt mein Tipp. Bisschen, aber auch mehr. Ich hab 72.000. Ich glaube, da haben wir 72. 472. 500.001. Okay. Ich glaube, das Spiel spielen viele Leute, aber ich glaube, das haben nicht so viele Leute bewertet. Ich habe nur 180.000. What the fuck? Er hat uns getrickst, Peter. Weiß ich nicht. Ram. Also einer ist relativ nah dran. 396.800. Ja, damit war ich doch am zweitnächsten immerhin dran. Ja, aber du bist dann nicht als nächstes. Ja. Gut, gehen wir weiter. Ja. Super Mario Run. Oh Gott. Magst du uns sagen, wie viele Downloads? 50 Millionen Downloads. Boah. Hat er nur eine 3,7. 50 Millionen Downloads hatte das. 50 Millionen? Boah. Wie viele Bewertungen? Das ist natürlich das, was ich gerne wieder wissen will. Alter, Vater. Jetzt kommt jetzt die 4 von der 5, oder kommt jetzt die 6? Als hätte Peter ein Zeug genommen. Ja. Okay, ich hab auch. Ich hab... Soll ich wieder starten? Okay, ja, ich habe 3,5 Millionen. Okay. 3,5 Millionen. Ich habe 3,762 Millionen. Ah, okay. Das wird eng, Peter. 5,5 Millionen. Ja, ich habe einfach 10% genommen. Ich habe gesagt 5 Millionen. Oh. Wie viel hast du? 3,5. Ach, 3,5. Oh, dann ist das weniger. Okay. Nee, ich dachte gerade, du hättest auch 5. Das war ich gerade kurz überlegen. Der Punkt geht an Peter. Nein! Aber es war Zufall, dass er nachfragt. Nee, war wirklich so. Ich dachte, er hat jetzt auch 5 Millionen gesagt. 1.037.077. Was? Ich dachte, weil, das halt, weil sich so viele Leute dachte, darüber aufgeregt so haben. Genau. Und ich dachte, wenn die sich darüber aufregen, dann schreiben die alle schlechte Bewertungen. Und deswegen hat er doch so eine Stimme. Jay, freust du dich auf deine sauren Bälle? Ich werde einfach nicht von dir. Heute Abend ist er meine salzige Bälle. Abi Classic heißt es im Original. Alternativ auch Angry Birds. Oh, das Original. Das denn der allererste. Ja? Der allererste. Also der allererste hieß auch tatsächlich AB Classic. Okay. Hieß nicht mal Angry Birds. Oh, 100 Millionen Downloads. Und eine Bewertung von 4,4. Mein Tipp war 2,2 Millionen Bewertungen. Das ist aber nicht so viel, Peter. Bei Angry Birds. Aber damals gab es noch nicht so viele. Das war doch das erste Hype-Spiel damals, was richtig steil durch die Decke gegangen ist. Mit 7,511 Millionen Bewertungen. Ja, da ist es sicher. 7,511k. Sind das auf 7? Ist ja, das ja, 7? Boah, ja, krass, Jay. 5,5. Ich lasse einfach mal meinen. Das wären 7500. 5 Millionen.
Die beiden ändern einfach nix. Okay. Nicht gut. Peter hat gewonnen. Zwei. Du bist raus. Ach, verdammte Scheiße! Warum bist du denn? Ihr beide seid ganz schön knapp dran. Nein. Weil es sind 5 Millionen und. Nein. Weniger als 250.000 oder mehr? 383. Ja! 600. Da schmeckt 39. Aktuell nutzen wir alle Bälle. So, gehen wir zu Geometry Dash. Geometry Dash. Dankeschön, ja. Oh, das Spiel hat mich wieder draufgebracht. Yes. Genau, cool. 10 Millionen Downloads. Und dann bewerten wir 4,6. Und auch da ist der Spieltyp Arcade. Oh. Nee, das ist viel zu viel. Oder? Ist das zu wenig? Ach, ich weiß es nicht. Ach komm, ey. Ich reg mich nachher auf, dass ich es geändert habe und dann nachher richtig gewesen wäre. Ja, ich lasse das. Tipp auf 390.000 nur. Mhm. Relativ wenig. Ich habe 301.000. Du hast 601.000. Ah, 601.000. Okay. Nein, nicht 5. Ich habe 710.000. Ah, krass. Also entweder haben wir ganz hoch oder ich habe 260.000. Oh, lol. Ah, das ist aber schönes gemacht. Dann schauen wir mal raus. Ja, ich hab noch ein Geometry dabei. Einer von euch ist mit nur 17.000. Ja, nee. Solange nicht Jay ist, ist und dann cool. Guckt Bram an. What? Ah, scheiße. 618.356. Ah, gut, dass ich das hier hingeschrieben habe und nicht das zählt, was ich gesagt habe. Mann, da wäre ich näher dran. So. 4,8 bewertet. 100 Millionen Downloads ist von Fluffy Fairy Games und nennt sich Idle Miner Tycoon. 100.000? Oh, Idle Miner. 10 Millionen Downloads. So. Und es nennt sich Idle Miner Tycoon. Moment, nicht 100 Millionen Downloads? 10. 10 Millionen Downloads. Hat er auch? 1 Millionen. Ich meine, auch er hat 100 gesagt. Ja, das ist so, Idle Miner Dinger, die genau. Pushen. 4,8 Bewertung. Ich hab's auch gespielt. Tatsächlich relativ flach. Ja, sowas spielt man sehr. Ist eine Simulation, wird's angegeben? Würde ich jetzt nicht sagen. Ist ein Idle-Game, ne? Ja, man geht halt darum, dass man eigentlich so eine Mine baut, weißt ja, du? Ja, ich so weiß. Machst dann immer mit jedem Klick, machst dann eine Arbeiter. Eine Mine! Ja. Ja. Und so Spiele forcen dich immer so ein bisschen, hey, wenn du eine Bewertung abgibst, dann kriegst du was. Ja. Let's go! Ich tippte auf 750.000. Okay. Schreibst du mal ab? 714.000. 717. Kannst du da 717.000. Ich nehme das, was Bram gleich sagt. 601k. Ja, ich hab 900.000. Oh Gott. Oh, und alles recht hoch. Das ist echt alles recht hoch. Ich bin entweder zu niedrig oder zu hoch. Jay, das niedrig. Das heißt, ihr legt alle drüber und dann bist du im nächsten Mal. Jaa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 
Okay, du fängst an? Ja, 1,7 Millionen. What? Ja, weil das so alt ist, habe ich gedacht, machen das nicht so viele. Weil es gerade so alt ist, hat schon richtig viele Bewertungen, deswegen 11 Millionen. Also wir sind komplett gegensätzlich. Okay, Sepp. 11,77. Oh, ich hasse das aus! Aber ich nehme die Mitte mit 6 Millionen. Und Jay? 4, oder? 9. Jay schon mal raus. Ich wollte erst 4,9 Millionen. Mit 4,9 ist genau getroffen. Was? Oh mein Gott. 4,935, also 400. Das ist der Punkt. Das ist wieder 3, 2 Punkte. Yes! Yes! Okay. Plants vs. Zombies. Okay, okay. Von Electronic Arts. 100 Millionen Dollars. Über 100 Millionen. Hat eine Bewertung von 4,4. Ist eine Empfehlung von Google Play Store. Scheiße, und das Strategiespiel. Ich habe 4,9 Millionen. 4,9 Millionen. Relativ okay. Nah an dem gradigen Ergebnis. 3,758 Millionen. Bist du sicher, okay. Dass da so viele. 11 Millionen. Die Sonnenblume hat gesagt, bewerte mein Spiel. Ich hab das gleiche wie Peter. LOL! Oh, als ob ihr LOL! Komm schon, lass uns den Punkt holen. Komm schon, Brand. Lüg im Zweifel. Bitte. Nee, gelogen wird nicht, aber hätte euch eh nicht geholfen. Ja, das ist viel mehr. Ja! Sepp hat fast genau getroffen. Was? 3,604 Millionen und 971 noch für den Hof. Leute, ihr müsst gleich alle die Saugen, das ist echt wirklich scheiße. Damit haben wir zwei Leute, die auf jeden Fall fressen dürfen. Anti-Joy. Das ist von Yoto. Das ist so ein bisschen so was wie ein bisschen wie Risiko. Okay, also ein bisschen mehr Hardcore. Ja, ein bisschen mehr Hardcore, auf jeden Fall. Hat auch nur, das sind nur 1 Million Downloads. Hat aber nur 4,6. Und zählt zu den Strategiespielen. Jetzt wird dann auch eine Million Downloads. 1 Million. Da hast du dir aber noch ein geiles Schmankerl rausgesucht. Ich habe noch extra einen schönen Smiley dazu. No. Als 41.000 Bewertungen. Okay. Ich lege einfach nochmal 30.000 drauf. Okay, 73. Nee, dann 18. Also ich habe ja nur 36.781. Ich habe nur 28.000. Oh, Peter hat sogar noch Peter weniger. Gewonnen, oder? Peter hat gewonnen. Ja! Es hat 24.058 Bewertungen. Was hast du für ein Kackspiel raus? Oh Mann! Wir haben den zweiten Platz gewonnen. Dir gebührt. Damit kommen wir zum Endpunktestand von Sebastian 4, Peter 3 und Jay. Musst du den Smiley abändern. Haben leider nur zwei. Oh Gott, war so geil. Na, das wird witzig. Ja, das freut mich jetzt aber sehr, muss ich sagen. Soll ich anfangen oder sollen wir gleichzeitig? Sollen wir nacheinander? Gleichzeitig. Okay, 3, 2, 1, rein. Die schmecken voll gut. Guck mich nicht an, Alter. Die schmecken wie Bonbons. Die sind nicht mal sauer. Die sind süß. Ja, die gleichen, die wir auch hatten. Ja, krass. Also die sind süß. Ja. Und ich halt probier einen. Ja. Das ist kein Witz. Gib mir mal einen, ich will auch wissen, ob das scheiße ist. Warum die sind süß, oder? Wenn du drauf willst. Ich hab noch nicht getraut. Wer kommt die gleich? Oh, Bram frisst sie alle! Oh mein Gott! Nein! Was ist das denn für eine Scheiße, Sepp, Alter? Oh, Toxic, guck mal, was da steht! Crunchy's Candy with Sour Chewy. Vielleicht kommt das erst, ich hab noch nicht drauf gegessen. Nee, warte mal. Ich hab den direkt mitgebissen. Bram hat schon 5 Stück gegessen. Das sind nicht die gleichen, die wir gegessen haben. Die sehen aber auch genauso aus wie die. Aber die sehen nicht so aus wie die hier in der Packung. Danke, aber haben. Die sind komplett gelb! Guck mal, hier stehen auch die Geschmäcker. Das sind die Geschmäcker, pass auf. Die Lime. Lecker, Peter. Mhm. Cherry, Strawberry. Ich will Lemon. Ich will auch mal eins probieren. Die schmecken ein bisschen wie Skittles. Ja. Wie ja, die sagen Skittles. Ja. Ich bin nicht Lemon gezogen. Da ist die Bestrafung. Da ist die Bestrafung, James. Oh, jetzt werden die ein bisschen sauer. Ja. Wow. Das ist schon echt heftig, ey. Ja. Hat er leider gefällt. Also, wir bedanken, auch gegessen, wir bedanken uns auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und ja, Play Store nach, da gibt es nämlich die geilsten Spiele 2017. Haut rein, herzlichen Glückwunsch. Tschüss. Tschüss. Ciao.